Vor nicht mal einer Woche haben wir noch mit Rola El Halabi über ihren bevorstehenden WM-Kampf gesprochen. Sie war gut drauf, zuversichtlich, natürlich auch angespannt. Sicher nicht, weil sie ahnte, dass sie in der Halle in Berlin ein Albtraum erwartet. Kurz vor ihrem Kampf überwältigt ihr Stiefvater zwei Sicherheitsmänner und will sich Zutritt zur Kabine der Boxerin verschaffen. Dann habe ich draußen ziemlich viel Stimmenwirrwarr gehört und es wurde immer lauter. Daraus habe ich ganz klar entnommen die Stimme von ihrem Stiefvater, von Roy El Halabi. Und dann wurde geschrien und danach sind auch sofort 5 Schüsse gefallen. Und dann sprang die Kabinentüre auf. Er kam wildfuchtelnd mit einer Pistole herein, hat uns angeschrien, alle raus. Sein Gesicht war hassverzerrt, nachdem wir die Kabine dann verlassen hatten. Hat er die Türe zugeschlagen, abgeschlossen und dann habe ich auch schon die ersten 2 Schüsse gehört. Roy El Halabi schießt ganz gezielt auf Rolas Schlaghand, das Knie, die Beine. Er verletzt den Menschen schwer, den er als Tochter bezeichnet, den er als Stiefvater von früher Kindheit an begleitet hat. Warum? Anfang des Jahres hatte sich Rola El Halabi von ihrem Stiefvater als Manager getrennt. Diese und auch die private Eigenständigkeit hat der 44-Jährige wohl nicht verkraftet. Rola ist 26 Jahre, wollte ein selbstständiges, eigenständiges Leben führen, eigene Entscheidungen treffen, selbst für sich verantwortlich sein, sich nichts mehr aufdoktorieren lassen von der Außenwelt, respektive von ihm natürlich. Wollte natürlich auch demzufolge nach einfach das, was eine junge Frau haben möchte, ohne immer Rechenschaft ablegen zu müssen. Das ist etwas eigentlich ganz Normales. Die Gedanken im Kopf von Roy El Halabi haben sich schon lange von normal entfernt. Ohne ihn sollte seine Tochter gar nicht mehr boxen. Daraus hat er auch vor seinen gezielten Schüssen am Freitag kein Geheimnis gemacht. Ich habe es aus dem Umfeld von der Rola natürlich mitbekommen, dass er auch angedroht hat, sie praktisch so zu verletzen, dass sie ihren Sport nicht mehr ausüben kann. Und das hat er jetzt in die Tat umgesetzt. Er hat es nicht gedacht, dass Rola das Zugpferd ist. Rola ist die Nummer 1, Rola ist das Produkt und ohne Rola war er einfach nichts. Dass Roy El Halabi mit einem VIP-Pass ausgestattet bis zu Rola durchdringen konnte, wird noch untersucht werden. Im Vordergrund aber steht jetzt Rola El Halabi und ihre Gesundheit. Und dann habe ich gestern zum ersten Mal mit ihr telefoniert, nachdem sich alles ein bisschen gelegt hat. Sie ist gestern zum 3. Mal operiert worden. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Sie war sehr schwach, hat sich sehr schwach angehört. Aber wer Rola kennt, weiß, dass sie eine Kämpferin ist und dass sie stark ist. Noch diese Woche soll Rola von Berlin nach Ulm verlegt werden und dort weiter an ihrer Genesung arbeiten.